Hallo und herzlich willkommen zurück zu ich wollte schon sagen, Falcon 5 zu The Forest. Warte mal, bleib mal stehen. Bleib mal bitte kurz stehen. Hey. Meine Echse! Du hast mir meine Echse geklaut! Los, Alter, jetzt! Wie kannst du mir denn meine Echse klauen? Das ist ja eine Frechheit! Jetzt kann er das Programm nicht mehr ausführen! Nein, das ist keine Frechheit, das ist eine Echse. Oh Mann. Nee. Also, ich empfehle euch jede Menge andere YouTube-Kanals. Nein. Da gibt's nicht so viele schlechte Witze wie hier. Nein. Die haben Benebe und Neveuf. Und was? Ach so, verstehe. Ach ja, ach ja. Meinst du etwa, unser Schiff ist am Sinken? Ja, ja, die Ratten sind schon von Bord. Man merkt ja, die strömern gerade durch die Gegend, suchen den Heimweg. Stimm doch mal ein Reiselied an. Wenn du schon Musik machst oder Geräusche von dir gibst. Ich habe gerade ein Reiselied so halb im Kopf. Ja. Ich weiß aber nicht mehr hundertprozentig, wie es geht. Okay. Dann mache ich eins. Nein, das ist unser Streamreiselied. Darfst du nicht. Ich sehe unser Zuhause. Wir haben es geschafft. Erstmal ans Feuer, es ist kalt. Und nass. Und erstmal Schildkröte. Ja, und hier auch das Ding hier mal schnell fertig machen. Ah ja, ich habe ein paar Stöckchen dabei. Ich auch. Holzstöckchen. Daniel, wir brauchen auch deinen Stockeinsatz. Mein Stock ist aber viel zu dick. Einfach kein Kommentar. Wir brauchen noch einen Stock, Jungs. Ja, und der liegt hier daneben. Perfekt. Nicht quatschen, machen. So, wir sind übrigens schon bei Tag 5, glaube ich. Boah. Haben schon 5 Tage. Wieso kann ich nichts aufhängen? Ach, ich konnte es aufhängen, es hat nur geleckt. Oh, ich konnte was trinken. Ja. So, und genau. Habt ihr das jetzt alles ausgetrunken, ihr Wichser? Nein, habt ihr nicht. Perfekt. Der ist so aggressiv. Ja, ne? Ich hab mir einen Wasserschlauch gebastelt. Er hat nicht mal nachgeschaut, sondern erstmal ihr Wichser, wa? Ja. Erstmal ihr Wichser. Sahen alle sehr leer aus. Erstmal beleidigen. Natürlich. Weißt du, damals, als wir noch jung waren, wir hätten das bei Älteren gar nicht getan. Ja. Ja gut, aber hey. Aber er ist ja nur 3 Sekunden jünger als du. Ja, genau, es sind nur 3 Sekunden. Hat der Ayena Fleisch auf dem hier liegen lassen? Ja, das ist so Vogelfleisch. Was hast du mit dem Fleisch gemacht, mein Junge? Wo ist das hin? Das habe ich, das ist roh. Das habe ich jetzt da, den da drauf. Ja, weil gerade war das Feuer noch am Brennen. Aber ich will das da wieder drauflegen, aber ich kann das nicht. Ah! Jetzt brennst du. Ich brenne! Ich glaube, eventuell wegen dem Regen dreht das jetzt gerade nicht so gut. Doch, ich kann wieder. Musst du nur einmal weggehen. Nicht wieder. Jetzt brennen wir zusammen. Ah, ich brenne. Seid echt der Burner. Ah, genau, ich weiß das. Ich hab's gegoogelt und ich hab's gefunden. Ja. Ich muss die Seite nur kurz laden. Okay. Wo hast du jetzt das Ding hingetan? Ich seh das nicht. Das Fleisch ist es drauf. Bei mir sieht das ein bisschen Fleisch drauf. Womit brauchst du eigentlich so einen Schlauch? Ha, ich muss essen. Mit Kaninchenfell irgendwie? Und nee, du brauchst Hirschfell und ja, Seile. Weiß Reh. Genau, ja, oder Reh. Oh, also zwei Reh. Glaube ich, alles habe ich alles verbraucht. Ich hab noch ein Rehding. Und Seil habe ich auch. Magst du mir das geben? Ja, kann ich machen. Dann los. Hallo Vogel. Danke. Nee, ein Seil habe ich. Du bist voll mit Seilen. Ein Seil habe ich, das andere sollst du mir geben. Ich meine das Hirschfell. Ich dachte, du hättest beides nichts. Nee. Meine Güte. Jetzt müssen die Dinger sich aber füllen. Ja, gucke mal, sie füllen sich langsam.
Weil so kannst du aus dem einen Kleidding... Ah, man braucht aber zwei Hirschfälle, ne? Ja. Ah, okay, nee, dann nützt mir das nichts. Ja, bald das trotzdem schon mal. Ja, ja. Olli? Ja? Olli, eine Frage. Wie kann man Pfeile tauschen? Pfeile kann man, glaube ich, nicht tauschen. Doch. So, du hast oben links, beziehungsweise oben hast du so ein Metalltablett. Da kannst du alles... Ich habe zwei Arten von Pfeile und will die wechseln. Ach so, dann musst du ausrüsten, quasi mit dem Bogen kombinieren. Ah, also, weil ich habe jetzt die Pfeile. Die Brandpfeile oder Explosionspfeile? Ja. Oh. Gibt's Explosionspfeile? Weiß ich nicht. Gibt's auch. Explosionspfeile? Echt? Hier bitte auch. Ich habe Brandpfeile. Musst du also mit dem Feuerzeug anzünden. Ich weiß. Das Wanderlied. Das ging nämlich, wir sind die Moorsoldaten und ziehen mit dem Spaten ins Moor. Das war der Refrain. Da hab ich die gerade die ganze Zeit nachgesucht. Aha. Aber das ist eine super Seite. Hier gibt's nicht mal irgendwie, ich google mal weiter, ja? Oh, wir sollten uns mal unterstellen, ne? Der Regen wird immer schlimmer. Nicht, dass hier noch einer krank wird. Hatschi, zu spät. Ich guck nämlich gerade sowieso mal nach, wie es mir so geht. Also, ui, mir geht's gut. Wie? Momentaner Zustand gut. Geistige Gesundheit 100%. Oh, was ist das denn jetzt? So geistig? Volle Gefühl 98%, Hydrierung 99%, Gesundheit 100%, Energie 98%, Ausdauer 98%, Rüstung 40%, Kälteschutz und Tarnung habe ich nicht. Wo siehst du das? Im Handbuch. Ja, aber... Wenn du von rechts schaust, das vierte. Ja, ich sehe, ich hab's gefunden. Gut. Tarnung, Rüstung, Kälteschutz. Geist, Gesundheit 100%, natürlich. Stärke 21,5. Was hast du? Ich hab schon wieder zugemacht, ich glaube aber auch. Stärke, ja. Athletik 21,8. Ah, 22, natürlich. Ja, ich sag doch, du bist der Schnelle. Ich bin der Athletische, ne? Ich sag doch, du bist der Schnelle. Wie fett? 205. Ja, trotzdem wiegen wir gleich viel. Warte, was haben wir? Warte. Und der momentane Zustand war? War gut. Ja, okay, bei mir auch. Das musst du im Handbuch auf der Seite schreiben. Was hat ihr für Gewichte? 205. Ich auch. Stärke 22, Athletik 21,6. Athletik 22, Stärke 21,5. Ich bin stärker als du, glaube ich, oder? Ja, du bist ja auch ein bisschen dicker, ja, ne? 22. Ist Bambi! Ja auch. Bleib hier, Bambi! Moment, ich hab da einen Bogen. Ja, jetzt hier. Bleib hier! Es ist jetzt eh egal, das läuft jetzt eh weg. So, was könnten wir denn mal als nächstes bauen? Wir müssen ja hier mal vorankommen. Oh ja, da hast du recht. So, Unterkunft haben wir ja erstmal. Wollen wir einen Garten bauen? Ja, das ist ja kein Problem. Hauen wir einen Garten rein. Dann hau ich hier mal einen Garten neben das Haus. Aber Stocklager oder so, lohnt sich sowas? Oh, ich habe einen Eingeborenen. Der rennt hier rum. Er hat mich nicht gesehen. Olli. Bitte? Stocklager lohnt sich irgendwann schon, ja. Okay. Weil sonst würde ich schon mal mit Verteidigungsmauern anfangen, theoretisch. Verteidigungsmauer. Einfach die Verteidigungsmauer bauen oder hast du da spezielle Herangehensweise entwickelt? Ja, erstmal rund um uns herum dicht machen. Mit den Spitzen, also die Verteidigungsdinger, wo sind die jetzt? Ja, es reicht auch. Es brauchst du noch mehr Baumstämme und fäll ich hier mal eben einen Baum? Ja. Ja, wir brauchen dann sehr viele. Dann brauchen wir jetzt sehr viele. Dann leg uns mal hier hin. Warte, wir bauen dir jetzt erstmal so das ein Transportding. Genau, so ein Transportding und dann versorgst du uns mal mit ganz viel Holz. Hier. Den Baumschlitten, ne? Ja. Daniel? Ja. Hier mit Stock. Oh, den hast du jetzt da reingebaut. Bau den mal woanders hin. Oh, das. Ah, nicht auf mich, Baum! Du kannst, wenn du dagegen springst, kannst du ein bisschen steuern, in welche Richtung der fällt. Ich glaube, Teile von den Baumstämmen sind bei mir oben auf dem Berg geflogen. So, ich habe leider keine Stöcke gerade. Auch fast nicht. Es wird gleich wieder Nacht. Ich habe keine Stöcke mehr. Ja, das heißt, dann mit... Nee, der ist nur da hinten gefallen, ist der. Ist der andere? So, ich habe hier mal... Ja, das weg, glaube ich. Wenn ihr also auch Samen habt, könnt ihr die auch hier in den Garten packen? Samen habe ich immer, du musst nur nachfragen, Freundchen.
So, ich würde sagen, bevor wir anfangen zu bauen, auf jeden Fall schlafen. Oh, guck mal da, ein Regenbogen. Oh, jetzt ist er weg. Ein Regenbogen? Da war ein Regenbogen. Bei mir war kein Regenbogen. Da war ein Regenbogen da hinten. Da warst du. Da war wirklich ein schöner Regenbogen. Bildet sich schon Regenbögen ein. Oh, ja, ne? Ja, der isst zu viel Menschenfleisch. Na gut, dann Ach ja. Ab ins Bettchen. Wir können auch nicht pennen gehen. Wir können auch nicht, ne? Das dauert auch noch. Da müssen wir noch ein bisschen durchhalten. Ja, dann zurück. Was machen wir denn so lange? Warte, nicht bewegen. Ich will jetzt erstmal das Bambi treffen. Okay. Bist du Kacke. Nein, lassen Sie dies. Wie der da drin steht mit seinem. Jetzt nimmt er den auch noch an. Nicht mit mir, Freundchen, nicht mit mir. Nee, mit mir auch nicht. Hallo. Nein, lass mich raus. Willst du was heiß haben heute Nacht? Nein, danke. No, thank you. No, thanks. Wir brauchen mal wirklich von den besten Stöcker her eigentlich. Stöcke kriegst du am besten von diesen Büschen. Und wenn du halt Bäume fällst. Sind die Moorsoldaten, was geht sie mit dem Spaten? Ne, wir reisen nicht mehr. Ich kann hier ein paar Beeren anpflanzen. Ja, sollst du auch tun. Jetzt nicht mehr. Jetzt ist voll. Beziehungsweise du hast keine mehr. Nee, ich hab noch welche. Okay. Ich hätte noch Beeren. Heidelbeerstrauchsamen. Ich hab Ringelblumen. Oh, da hinten ist der Mond. Ich hab auch Chicorée und Sonnenhut und Aloha Vera. Was ist schon so mal so Aloha Vera. Vera in Wien. Oh nee. Bambi! Ich hab Bambi erwischt. Sehr gut. Dann gib mir die Rehhaut, wenn du es kriegst. Ich hab das schon, ist schon tot. Ja, dann gib mir die Rehhaut. Ja. Lass mich eben das Fleisch aufhängen. Du kannst Platz? Mir doch auch erst die Rehhaut geben, oder? Nee. Eieiei. Ja, jetzt erst recht nicht, du haut er mich ja einfach. War ich nicht. Siehst du, war ich nicht. Nee. Warst du nicht. Und dir soll ich was geben, ne? Ja, bitte. Bist du ein Arsch oder was? Du sollst durchs Feuer laufen. Nein, ich laufe nicht durchs Feuer. Ich weiß doch, dass das Feuer da ist. Das habe ich selber angemacht. So, wie lange geht's denn noch bis zum Schlafen gehen? Ah, immer noch ein bisschen. Naja, dauert noch. Was? Einmal reicht, einmal. Was machst du? It's a prank! Einmal reicht! Einmal auffüllen reicht! Ja, ich weiß. Ach ja, stimmt. Wieso tun sie es dann? Weil jetzt das Wasser weg ist. Zum Bob, jetzt habe ich plötzlich Macht. Ich habe doch auch eins. Ja, meins, ich weiß. Ist noch komplett voll. Ja. Ja. Mensch. I'm Lord, I'm Lord. Was? Ja, I'm Lord. Kennst du das nicht? Doch, ich hab's so als erstes nicht erkannt. Ja, I'm Lord, ja. Ja, ne? Jetzt sollten wir mal langsam schlafen gehen. Wir können nicht. Wir können immer noch nicht. Wir sind noch nicht. Oh, hier ist müde. Ein Busch. Wie heißt die Frau vom Busch? Frau Busch. Das ist ein richtig schöner Busch, du. Richtig buschig ist das. Warum fällst du einen Baum jetzt? Warum nicht? Weil Daniel ist.
Das macht doch jetzt absolut Baumfeld! Keinen Sinn. Baumfeld! Wir müssen da sowieso noch warten. Also warum jetzt nicht noch ein bisschen körperlich betätigen? Na gut, ja gut, ja gut. Wenn du dann nachher besser schlafen kannst. Natürlich. Dann fällt ich auch im Baum. Oh, guck mal, hier ist immer so ein Kaninchen. Jetzt nicht mehr. Wie wir da durchgehen, um das... ich hab einen Hasen gesammelt. So, das kostet jetzt einen Stock, das wieder hinzustellen, ne? Bitte? Wir brauchen jetzt einen Stock, um das wieder aufzustellen. Achso. Ich hab keinen. Hast du einen? Nein. Ach, aber ich hab einen Hasenfell. Ich kann mir jetzt... Ich glaube, ich mach mir so einen, Stockbeutel. Und das bringt dir was? Da kann ich mir Stöcker mitnehmen. Nicht nur 10. Oder was Hasenfell... Was bringen Hasenfellstiefel? Dann frierst du nicht. Ja, aber... Ah, okay. Kleiner Steinbeutel. Hast du das jetzt schon wieder aufgestellt? Ja, ne? Nee, ich hab noch nichts aufgestellt. Achso, dann gehe ich wieder zurück. Was hat er denn hier umgeklatscht? Das... Die Hasenfalle. Ach so. Und wir brauchen halt einen Stock, um den wieder aufzustellen zu können. Ja. Ah, der... Nee. Doch, der Philipp hat's getan. Nee, ich hab's getan. Ach nee, du hast es getan. Oh, ich hab keinen Stock im Inventar. Ja, tut mir leid, ich habe euch verwechselt. Ranjit. Ich habe dich mit Ranjit verwechselt. Wechsel mich auch immer selber. Tut mir furchtbar leid. Wir können gleich pennen. Noch so 10 Minuten. Warte mal kurz stehen, ich will mal gerade was probieren. Was hast du in deiner Hand? Oh, du brennst ja gar nicht. Was hast du denn? Fackel? Was du in der Hand hast? Ich hab eine Fackel. Ich hab eine Fackel gemacht. Kannst du eine Fackel machen? Du brennst ja wirklich nicht. Ist ja ärgerlich. Ja, ärgerlich. Kannst du eine Fackel... Ach, du hast einen Stock einfach angezündet. Ja, du kannst da einfach... Nee, dann kannst du Stoff dran machen. Den kannst du anzünden. Okay. Also so wie mit meiner Axt. Ja. Hast du schon mal gesehen, wie jemand einen Stock mit zwei Händen anfasst? So. So. Ja, jetzt sehe ich nichts mehr. Also langsam, glaube ich, können wir mal schlafen gehen, ne? Ja? Ich habe auf euch gewartet! Mach mal. Jetzt kann ich nicht mehr schlafen. Oh! Gute Nacht, Ranjit! Gute Nacht, Ranjit! Wen mag ich weniger? Hack deinen brennenden Stock weg! Der ist nicht so heiß, wie du denkst. Achso, okay. Au. Mein Fall. Ah, ich wollte gerade einsammeln. So, ich habe Hunger. Ich habe Hunger. Jetzt nicht mehr. Ich auch nicht mehr. So, dann plane ich jetzt mal... Großzügige so, Verteidigung. Ich habe meine Hasen aufgehangen. Was wollten wir eigentlich mit den ganzen Baumstämmen nochmal machen? Da machen wir jetzt, macht er jetzt einen Wall quasi um unsere Einrichtung. Und deshalb brauchen wir jetzt erstmal Stöcke, damit wir die Blocks einsammeln können. Warum Wall? Das? Ja, quasi eine Mauer. Oh, hier ist noch ein Busch. So, das ist meine Idee. Los geht's! Ach du Schande. Schaffen wir! Ja, ich schmeiß dir die schon mal dahin. Hast du aktiviert, dass Bäume nachwachsen? Ja, da kann ich gar, wurde ich gar nicht gefragt. Natürlich wachsen die nach. In den Einstellungen musst du das sonst. Nein! Singleplayer. Holy, meine Güte! Gameplay. Bei Multiplayer weiß ich nicht. Nachwachsende die Bäume Hühe? Aus! Uiuiuiuiui, gut, dass du das gesagt hast. Wo ist. Gibt's hier auch ein Tor? Ach ja, bau mal gerade Tore rein, Olli. Ich bin schon weiter weg. Ja, die kann man eben reinhauen. So, nachwachsende Bäume habe ich angemacht jetzt. Ja. Du stehst gerade da, kannst du gerade ein paar Tore reinknallen. Am besten große, doppelte, damit die mehr Zeugs kosten. Wir haben es ja. Nicht. Deshalb hätten wir eigentlich vielleicht mal in eine Höhle auch gehen sollen irgendwann.
dass das wir eine Motorsäge kriegen. Johnny, auf meinen Kopf! Was bringt eine Motorsäge? Ja, kannst du die Bäume schneller fällen. Ja gut, aber... Dann ratzt du halt alles weg einfach, ne? Ach, aber so. Das ist doch langweilig. Ich meine, das ist auch ein bisschen unrealistisch. Man weiß doch nicht, dass in der Höhle sowas ist. Nee, deshalb gehen wir ja mal nachgucken. So, einfach eine Wand mit Tür oder... Weil ich glaube, das musst du jetzt ersetzen. Ich kann die nicht da reinbauen. Ach so, warte, dann muss ich das machen. Ja, ich baue da mal eine Welle weiter, ne? Ich könnte halt, warte, ich kann, glaube ich, hier so ein Stück einfach weglöschen. Nein. Da packe ich die Tür jetzt rein. Ja, jetzt habe ich hier ein Stück weggelöscht. Mach die wieder zu. Jetzt muss ich... Ich setze sie ein. Ich setze sie. Was macht ihr denn? Na, das Problem ist, dass das, glaube ich, dann nicht mehr als... Geht das dann noch? Wir brauchen noch 5 Stöcker. Ja, sonst musst du das jetzt leider einmal neu setzen. Olli? Ja? Hier ist ein Bambi. Schön. Ja. Ich muss das einmal komplett. Daniel, hör mal auf zu bauen, bitte. Jawohl, das Bambi ist gegen unsere gebauten Sachen gerannt. Ich kann es nicht mehr fliehen. Jawohl. Kann nicht mehr tragen. Okay, mit Fleisch bin ich voll. Dann werde ich das mal aufhängen. So. Ah, jetzt hast du komplett alles weggemacht. Ja, Daniel. Und jetzt? Holz, Holz, Holz. Wir holzen hier das Holz. Ich holz mit. Oh nein, ich bin wieder fast auf meinen Kopf. So, können wir wieder? Warte. Na, das sieht scheiße aus. Ich geh das weg. Hallo, er sagte doch, warte. Ja, ich hab doch nur das, wo nur noch eins fehlte, voll gemacht. Ja, das ist doch egal. Sowieso noch da. Es ist doch egal. Nee. Das ist nämlich, es ist sehr egal. Ich übertreibe es nie. Stöcke brauchen wir noch. Da musst du auch noch. Mach mal hier auf die Seite auch noch ein Tor. Ach, das ist schon eins. Okay. Alles geplant, Daniel, alles geplant. Stört das Ding? Okay, ich holz hier mal den letzten Baum, der hier noch steht auf der Seite. Genug Stöcke. Hä? Wir haben genug Stöcke? Ich hab genug Stöcke jetzt, ja. Sehr nice. Auf der einen Seite kann ich leider nicht noch seitlich. Das ist ein bisschen doof, ist außen rumlatschen. Aber gut. Hallo, holz doch mal. So, ist der Schlitten fertig? Ja, sofort. Ich versuche gerade hier die Äxte zu erwischen. Okay. Survivalist, 5 Tage überlebt. Ist die Axt irgendwie komisch gerade? Die Axt ist nie komisch. So, ich drücke einmal und sie haut zweimal. Und das zweite macht keinen Schaden. Na, du musst zum richtigen... Hoppla! Schlagen, tragen, was? Da in der Gegenspringen hat nicht viel gebracht, da ist die Klippe runtergefallen. Da bist du in die falsche Richtung gesprungen. Nee, ich hab dort in die andere Richtung, hab ich das versucht zu lenken. Ja, 100% geht das aber nicht. Diese komplett gegenlenken ist manchmal ein bisschen schwierig. Ich kann da Steine drauf tun, Freunde. Ja, kann ich auch, das stelle ich gerade ein. Ach, das kann man einstellen? Ach, wie cool. Aber ich jetzt, dachte, du hast halt ein Holz. Ja, jetzt fahren wir mal zum Holz. Ja, nimm mich mal mit, warte, nimm mich mit. Kannst du mich nicht mitnehmen? Nein, du musst hier runter. Kann ich nicht mitnehmen? Warum hast du dich da runterfallen lassen? Das war doch keine Absicht, Mensch. Okay, du kannst hier nicht runter. Ich komme da nie wieder hoch, ne, das ist dir bewusst. Ja, deswegen bin ich jetzt ja auch runtergeklettert. Ja. Damit Daniel nie wieder hochkommt.
Ja, ich kann ja, ich kann ja nur, hab kein, wie heißt's, kein großes Teil vor mir schieben. Was? Ja. Ich bin zwar der Sportliche, aber gut bestückt bin ich nicht. Gut, das hast du mir jetzt gesagt. Das war erstmal eine Soda trinken. Sag mal, bringst du die jetzt da hoch? Ich warte hier auf dich. Ja, ich bin hier hochgekommen. Na gut, dann gehe ich halt. Dann mach ich was anderes. Ich bin von hier hochgekommen. Ich hab nicht gedacht, dass du da noch wartest. Es tut mir leid. Hier. Ja, nee, guck mal, wir sind an der Mauer. Denk doch mal. Macht das Sinn, das dann nochmal auf den Wagen zu packen, wenn wir schon an der Mauer sind? Sicher? Das macht ganz viel Sinn. Ja. Ist dir ganz sicher? Ja! Hey, die Arsenfalle hat was gefangen! Nice. Dann enthase ihn mal. Guck mal, was es ist. Hier ist der Leguan. Bleib hier, Leguan! Nein! Bleib stehen, Rick. Daniel, benutze doch einfach dein Boot. Der ist aber komisch. Wie kann man das machen? Du brauchst einen Stock, um das zu öffnen, dann kannst du rausholen. Nee, du musst den kaputt machen. Du musst ihn erschlagen und dann kannst du ihn rausholen. Mal. Ach, okay. So. Bap, bap. Ich kann keine Leguan-Haut mehr tragen. Hast du dich schon voll, oder was? Ja, ich bin voll. Voll. Machen wir nochmal Tarnrüstung. Kann ich halt mitnehmen. Achso. Willst du noch was? Okay. So. Wollen wir mal noch... hast du wieder aufgestellt? Nee, ne? Nee, okay. Ich hab keinen Stock. Bettelarm. Stell dich schon mal so, dass du den direkt darüber kippen kannst. Dann müssen wir nicht so weit laufen. Geht das eigentlich kaputt, wenn das da drauf hält? Aber es ist perfekt wieder gelandet, ne? Allein das war's wert. So, ich glaube, dann ist das Ding erstmal voll. Nee. Echt? Jetzt ist es voll, glaube ich, oder? Nee. Ja, immer noch nicht. Nee, komm, passt einiges drauf. Haben die das erhöht? Das gibt früher ging nicht so viel drin. Ja. Das brauchst du ja 7 Jahre. So, ich würde jetzt aber ungern bei der Hasenfalle das abholzen. Aber wo du gerade ungern sagst, ne? Wir sollten ungern mal die Folge beenden. Ach, haben wir schon wieder soweit? Ja, ich glaube, es wird durchaus sinnvoll, mal zu sagen Adios und so. Ich habe gerade gesehen, du kannst es auf Gleichen umstellen. Geil! Zum Einwohner mit rumtragen. Ja, kannst du auch. Boah, das müssen wir machen, so Riesenschlacht und dann... Okay, cool. So, wer hat denn... So, jetzt Hallo hier, wieder? Warte. Komm, krieg's nochmal hin. Oh. Ah, schade. Oh. Ich wollte nochmal, dass es sich dreht. Zeig, dass es sich dreht. Zeig, dass sich was dreht. Was dreht. Okay, mit Zeit, dass sich es dreht, würde ich auch die Folge beenden. Tschüss. Bleib mal stehen, du. Ja, komm mit. Lass mich drauf. Nein, ich will drauf. Schieb mich an. Na komm. Geht nicht. Na komm, drauf. Ja. Perfekt. Jetzt. Was ist das denn für ein Unsinn? Hock dich mal hin, vielleicht geht's dann. Ja? Also, wenn du drauf bist. Ach, bin ich drauf? Nein. Wo drauf ist er denn? Auf dem Wagen. Auf. Haben wir noch ein bisschen Pep dabei? Ja, warst du drauf. So, jetzt hol er, genau. Und jetzt hock dich mal hin und guck mich an. Ja.
Ich muss mitlaufen. Ja, okay, los. Schneller! Ich werde das nochmal machen. Gib mir mal ein Moll, bitte. Nein, das ist... Trommelpeter, gib mir mal ein Moll, bitte. Nochmal, bitte. Das ist er. Okay, wir haben wieder die Folge nicht beendet. So, ja, mach jetzt Schluss. Der Philipp mal herkommen? Ich bin schon auf dem Weg. Der heißt nicht Philipp. Sorry, Ranjit. Ja. Mensch, da waren wir überall Bäume. Lustig. So, und mit dem lustigen Witz beenden wir die Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Lasst es uns wissen. Kommentiert das Video, like das Video und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin, haut rein. Tschüss.